Ich möchte, dass ihr mir jetzt einmal ganz genau zuhört. Denn heute wollen wir einmal über ein wirklich gruseliges Mysterium sprechen, das jetzt gerade auf YouTube vor sich geht und wo ich wirklich möchte, dass ihr nicht das tut, was ich in diesem Video erwähne. Ich möchte, dass ihr mir diesmal einmal vertraut und nicht den Buchstaben, über den wir heute sprechen, in die YouTube-Suchleiste eingebt. Und zwar, weil das ansonsten echt schlimm werden könnte. Denn wir wollen heute darüber sprechen, dass man niemals den nordischen Buchstaben O in YouTube eingeben darf, weil ansonsten Videos und Thumbnails auftauchen, die mehr als verstörend sind, die Dinge zeigen, die niemals hier auf YouTube vorhanden sein sollten. Wie gesagt, sucht nicht danach, weil alles, was ihr über dieses Thema wissen müsst, erfahrt ihr jetzt gleich durch dieses Video. Vorher noch aber eine Botschaft in eigener Sache. Kennt ihr das, wenn ihr Bock auf ein leckeres Getränk habt, aber die meisten Softdrinks und Eistees haben viel Kalorien, viel Zucker oder die zuckerfreien Alternativen haben einen künstlichen Geschmack oder schmecken gar nicht? Wenn ihr das auch kennt, kann ich euch Holy empfehlen. Denn mit Holy arbeite ich jetzt schon länger zusammen und sie haben jetzt einen pulverbasierten Eistee rausgebracht, beziehungsweise mehrere Sorten, und diese Sorten haben eben keinen Zucker, natürlichen Geschmack und unter 20 Kalorien pro Portion. Das ist eben das Geile an der ganzen Sache, dass sie gut schmecken und wenig Kalorien haben. Ich zum Beispiel mag die Sorte Acai und Hibiskus-Tee sehr gerne. Aber wenn ihr das Ganze auch mal ausprobieren wollt und die anderen Sorten auch mal kennenlernen wollt, dann könnt ihr einmal unten in die Videobeschreibung klicken. Dort findet ihr einen Link zu Holy und dort könnt ihr euch ein Trial Pack kaufen. Das sind letztendlich ganz viele Sorten, die ihr dann durchtesten könnt. Und wenn ihr dabei den Code CPP5 noch eingebt, kriegt ihr 5 Euro Rabatt auf eure Bestellung. Wie gesagt, ich kann es euch sehr empfehlen und wir kommen jetzt zum Video. Okay, kommen wir nun zum eigentlichen Thema. Für die Leute, die meinen Kanal schon länger verfolgen, die werden wahrscheinlich wissen, dass ich in der Vergangenheit mehrfach Videos gemacht habe über Dinge, die man niemals bei YouTube eingeben sollte. Sei es nun Azuba, Bhavana, dieser Zahlencode oder auch vor kurzem der Punkt. Wenn man diese Sachen bei YouTube eingegeben hat, dann kam es eben dazu, dass auf einmal einem verstörende Videos vorgeschlagen wurden und das scheinbar ohne Grund. Allein die Eingabe eines Punktes sorgte dafür, dass die Seiten voll waren mit irgendwelchen verstörenden Videos oder gruseligen Thumbnails. Und jetzt gibt es eben etwas Ähnliches, was wieder passiert ist. Scheinbar gibt es jetzt einen neuen Buchstaben, den man eintippen muss, um gruselige Sachen zu sehen. Und das ist eben der Buchstabe O. Ein Buchstabe, der hauptsächlich in den nordischen Sprachen vorkommt, wie Dänemark, Norwegen und so. Aber einen, den ihr bestimmt auch schon einmal gesehen habt. Wenn man nun diesen Buchstaben nimmt und den bei YouTube eingibt, dann sieht man solche Videos hier. Ich werde nicht scrollen, ihr könnt euch ungefähr vorstellen, was hier passiert, weil wenn ich scrollen würde, wenn ich jetzt hier durchscrollen würde, um euch die anderen Videos zu zeigen, dann müsste ich dieses Video hier entweder verpixeln oder YouTube würde es höchstwahrscheinlich mir löschen oder mit einer Alterssperre versehen. Denn unter diesem Buchstaben O tauchen eben unterschiedlichste, wirklich gruselige Videos auf. Oder teilweise auch einfach nur Videos, die vielleicht vom Inhalt nicht verstörend sind, aber wo die Thumbnails wirklich gruselig sind. Es gibt letztendlich zwei unterschiedliche Arten dieser Videos. In der einen Hinsicht habt ihr Videos, die zum Beispiel einfach nur gruselig aussehen, doch die in Wahrheit nicht wirklich gruselig sind. Hinter diesen Thumbnails verstecken sich bekannte Mysterien, bekannte Videos, die wir schon gesehen haben. Hier ist zum Beispiel das Video vom Ayuwoki, ein Video, welches jetzt nicht irgendwie seltsam ist, und hier sieht man eben irgendein Geistervideo. Das sind keine Videos, die wirklich schlimmes Bildmaterial enthalten, doch es gibt eben auch Videos, die etwas ganz anderes zeigen. Derzeit ist YouTube unter diesem Suchbegriff überflutet mit Videos, die zum Beispiel zeigen, wie Menschen verstümmelt werden, wie Menschen zu Schaden kommen oder teilweise wie Tiere verletzt oder umgebracht werden. Es gibt wirklich die unterschiedlichsten Gore-Videos, die derzeit unter dem Begriff O auftauchen auf YouTube. Und wir wollen einmal kurz ein paar harmlosere Videos ansehen, damit ihr versteht, was genau hier vor sich geht. Denn es gibt unterschiedliche Arten. Hier zum Beispiel ist ein Video, das ebenfalls diesen Titel hat. Es ist erst vor wenigen Minuten hochgeladen worden. Und diesen Titel hier, das ist der gesamte Titel, den eigentlich alle Videos gleich haben. Wenn ihr hier einmal guckt, dieses O.O, Usu, O und dann das Copyright-Zeichen ist etwas, was hier eben auch vertreten ist. O.O, Usu, Copyright-Zeichen, O.O, Usu. Es geht also in diesem Fall nicht nur um das O an sich, nicht nur um diesen
nordischen Buchstaben, sondern es geht vielmehr um diese Reihenfolge, die immer wieder wiederholt wird. Es ist immer wieder das Gleiche, jedes Video hat exakt den gleichen Code, exakt die gleiche Reihenfolge. Und in diesem Video sieht man eben einen kurzen Ausschnitt, wo scheinbar jemand in den Backrooms gefangen ist. Es ist nur ein ganz, ganz kurzes Video, ohne viel dahinter, aber man sieht, wie eben jemand in den Backrooms drin ist. Dies ist ein Video, was 810.000 Aufrufe hat. Es kommt aus dem Jahr 2019. Das bedeutet, dieses Mysterium ist jetzt nicht erst gestern entstanden oder so, sondern es ist wirklich ein Mysterium, das schon ganz lange da ist, aber was erst vor kurzem wirklich entdeckt wurde. Und in diesem Video sehen wir eben etwas, was aussieht wie eine Ziege, die allerdings irgendwie merkwürdig ist. Sie fokussiert die Kamera, sie guckt in die Kamera, hat gänzlich schwarze Augen und steht scheinbar auf zwei Beinen einfach ruhig da. So als wäre irgendetwas nicht mit ihr normal, vielleicht als wäre sie besessen von einem Dämon oder sonstiges. Und dies ist ein Video mit fast 500.000 Aufrufen, mit fast 500.000, wo man sieht, wie ein Mann eine Schüssel Suppe isst und im Hintergrund kommt einer mit einem gruseligen Kostüm an. Dieses Video, dieses letzte zumindest, ist ein Video, welches wir auch kennen, beziehungsweise welches Leute kennen werden, die sich schon länger mit Horror auf YouTube beschäftigen. Denn dies ist ein Video, das Blank Room Soup heißt. Es ist angeblich damals veröffentlicht worden, weil es ein Foltervideo war, was aufgetaucht ist, wo eben zwei Leute in diesem Puppenkostüm einen Mann, der unschuldig war, gefangen hielten und dazu zwangen, vor einer Kamera Suppe mit einem Holzlöffel zu essen. Später stellte sich heraus, dass es alles nichts war als ein Kunstprojekt, was allerdings von manchen Leuten unter falschen Informationen verbreitet wurde. Doch derzeit tauchen eben diese gruseligen Sachen auf, diese gruseligen Videos auf, einfach nur, wenn man den Buchstaben O eintippt. Die Frage ist jetzt aber, warum ist das Ganze so? Warum sorgt dieser Buchstabe O dafür, dass so viel verstörendes Videomaterial derzeit darunter gesammelt wird? Und die Antwort hierauf ist nicht so einfach, denn einerseits ist das O kein seltsamer Buchstabe. Es wird nicht in Ritualen oder so verwendet oder ist irgendein Schriftzeichen mit einer tieferen Bedeutung. Es ist einfach ein nordischer Buchstabe namens O und mehr nicht. Der Fakt ist, dass wir eben gerade diese Videos nicht wegen dem O sehen, sondern wir sehen diese Videos logischerweise alle nur, weil sie diesen gleichen Titel haben. Weil sie alle diesen O mit dem Fundzeichen und was weiß ich da drin haben. Das O ist letztendlich einfach nur ein Schlagwort oder Schlagbuchstabe in diesem Fall, der uns diese unterschiedlichen Videos zusammenträgt. Und zwar aus dem Grund, dass es nicht so viele Videos auf YouTube gibt, die diesen Buchstaben beinhalten. In der englischen Sprache zum Beispiel oder in der spanischen, davon gibt es die meisten Videos auf YouTube, kommt dieser Buchstabe nicht vor. Das bedeutet also, die allermeisten Videos auf YouTube beinhalten diesen Buchstaben nicht und deswegen können eben Leute diesen Buchstaben nutzen, um darunter eigene Videos zu pushen, die dann nur angezeigt werden. Das bedeutet, wir werden höchstwahrscheinlich nicht sonderlich schnell hier ein dänisches Video sehen, sondern eben nur die gruseligen Videos, die diesen Buchstaben nutzen, um angezeigt zu werden. Das bedeutet also, der einzige Grund, warum wir das unter diesem Buchstaben sehen, ist, weil sich eine Gruppe von Leuten ausgesucht hat, diesen Code, der eben hier vorne steht, der nichts bedeutet, soweit ich es herausfinden konnte, die sich ausgesucht haben, diesen Code zu nutzen, um daraus eben ein Mysterium zu schaffen, um ein Schlagwort zu haben, unter dem sie ihre gruseligen Videos sammeln können. Wahrscheinlich in der Hoffnung, dass irgendwann jemand darüber stolpert und das Ganze Aufmerksamkeit bekommt, so wie es eben jetzt gerade passiert ist. Diese Videos kriegen jetzt gerade nämlich extrem viel Aufmerksamkeit und der ganze Trend erweitert sich. Viele Leute nutzen jetzt die Chance, um unter dem gleichen Titel verstörende Videos hochzuladen oder um unter dem gleichen Titel Meme-Videos hochzuladen. Derzeit werden quasi minütlich neue Videos unter dem Code veröffentlicht, die eben unterschiedliche Sachen zeigen. Doch das Problem ist, auch wenn es natürlich schön und gut und lustig ist, wenn Leute Memes dazu hochladen, es gibt eben extrem viele Leute, die derzeit das Ganze nutzen, um verstörende, um Gore-Videos zu machen. Ich habe ein Video gesehen, wo 5 oder 6 Hunde einen anderen Hund zerfleischt haben. Hier auf YouTube, ohne Altersbeschränkung, ohne irgendetwas. Einfach so direkt da. Und das ist eben das große Problem. Auf YouTube werden so viele Minuten Videomaterial die ganze Zeit veröffentlicht. Pro Sekunde kommt so viel neues Videomaterial auf YouTube dazu, dass scheinbar der Algorithmus nicht in der Lage ist, jedes Video zu überprüfen. Und menschlich ist das Ganze sowieso nicht möglich. Und weil das eben nicht möglich ist, weil eben das Ganze hier ein großes Problem ist, was nicht überprüft wird, kommen immer und immer mehr Videos, die diesen Trend nutzen, der gerade auch auf TikTok und sonst wo verbreitet wird, in der Erwartung oder in der Hoffnung, dass man Leute verstören kann. Und genau deswegen dürft ihr das nicht googeln, weil gerade jetzt im Moment
so viele Videos hochgeladen werden, die wirklich nur Gore beinhalten oder zumindest die Thumbnails. Häufig sind die Videos recht harmlos oder Meme-Videos, doch die Thumbnails hingegen sind blutig oder zeigen andere verstörende Dinge, aus dem Grund, dass YouTube bis heute eher ein Problem damit hat, Thumbnails zu kontrollieren, als richtige Videoinhalte. Das bedeutet, wenn ein Video inhaltlich eben verstörende Szenen zeigt, ist die Wahrscheinlichkeit recht hoch, dass der Algorithmus das herausfindet. Wenn das Thumbnail aber verstörend ist, hat der Algorithmus sehr große Probleme, das zu entdecken, solange das Video nicht von irgendwelchen Leuten, die es gesehen haben, gemeldet wird. Aber dann ist es schon zu spät und Leute haben es bereits gesehen. Deswegen, ganz, ganz wichtig, wenn ihr wollt, dass das Ganze hier eben nicht so weitergeht, beziehungsweise wenn ihr euch davor schützen wollt, dann seid vorsichtig, wenn ihr ein Video seht mit eben diesem Code und seid vor allem vorsichtig und googelt nicht nach dem Buchstaben O, weil ansonsten ihr nur diese gruseligen Sachen sehen werdet. Das Ganze ist es nicht wert, so interessant sind die Videos nicht. Das war auf jeden Fall dieses Video. Ich wollte euch einmal darüber aufklären, ich hoffe, euch hat's gefallen und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten, was auch immer ich mache. Bis dahin aber. Tschüss.